Hallo und willkommen zurück bei einem neuen Let's Play von mir. Und zwar spielen wir die The Last Door Reihe weiter. The Last Door Chapter 1 Episode 2, glaube ich, ist es diesmal. Rest habe ich vergessen. Ich bin im Moment nicht so ganz auf der Höhe. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich klicke einfach mal auf neues Spiel, bevor ich jetzt hier zu viele Rede. Kopfhörer, dunkle Umgebung. Kopfhörer, check. Dunkle Umgebung, check. 1 MB Speicherplatz. Oh, 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 oh. Falls ein Dein frei... Ah, das habe ich schon erledigt. Um Untertitel ein- und auszuschalten, um Vollbildmodus zu wechseln. Ah, jetzt muss ich nur gucken. 1, 2 und 3. Also Untertitel wären ja, glaube ich, ganz gut, oder? Klicke, um fortzufahren. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Oh, da sind wir ja schon. Okay, wir spielen scheinbar einen Priester, einen Pastor, einen Priester. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier noch einmal alles funktioniert. Okay, Rechtsklick bei Flash Games habe ich immer noch nicht so ganz begriffen, dass das nicht funktioniert. Gucken wir mal, hier ist irgendwas, was ist das? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Für alle nicht streng erzogenen Katholiken, so wie ich, das ist das Vaterunser. Das ist so das, wie sagt man, ja, das A und O, das, was man als erstes in der Grundschule schon lernt als Katholik. So, was habe ich denn jetzt da genommen? Ich konnte es mir gar nicht angucken. Wo konnte ich? Ne, Vollbild, bla bla. Das ist auch egal. Ich habe es jetzt mal im Vollbildmodus gespielt, damit mich nichts anderes stört. Also ich kann auch nichts anderes machen. Ich kann nur nehmen, ich kann nicht angucken. Eine sehr schöne Tapete hier übrigens. Oder sind das wirklich aufgehängte Kreuze? Das kann natürlich auch sein, weil die alle Schatten werfen, ne? Sehr gruselig. Katholiken sind gruselig. Unser täglich Brot gib uns heute. Wieso zieht er sich aus? Okay. Ach, der will sich bestimmt selber... Jetzt. Ja, es hat nochmal. Kasteien, Selbstkasteiung, genau. Ach, ich bin so schlau. Ich bin aber eigentlich, möchte ich hier nochmal klarstellen, zu meiner Verteidigung, nur auf dem Papier, römisch-katholisch. Ansonsten habe ich mit der Kirche nichts zu tun. Ich wollte mich auch immer noch von der Kirche abmelden, aber irgendwie bin ich da zeitlich noch nie zugekommen. Außerdem wollen die dafür Geld haben, die Schweine. Egal, ich erzähle zu viel. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Genau. So läuft das. Ach du Scheiße. Ja, dann kasteien wir uns mal ein bisschen selber. Ah, und führe uns nicht in Versuchung. Ah, sondern erlöse uns von den Bösen. Amen. Nur zweimal? Was ist denn das für eine Weichflöte? Da hat der Albino aber in dem Sakrilegfilm das ein bisschen härter gemacht, ne? Ja, während diesem wunderbaren Intro kann ich ja vielleicht noch ein bisschen erzählen. In letzter Zeit gibt es nicht so viele Videos von mir. Das hat einfach den Grund, ich bin privat so eingespannt. Und habe auch privat ein bisschen, ja, so andere Dinge, mit denen ich mich beschäftigen muss. Wo ich nicht drum rumkomme. Und wenn man 10 Stunden am Tag arbeitet, dann ist man einfach nur froh, weil man auf die Couch fallen kann. Sich vielleicht noch irgendwie eine schöne Serie angucken kann, eine Folge. Und dann fällt man auch schon wieder tot ins Bett, weil man am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder der Wecker klingelt. Ich hätte es auch lieber anders. Vielleicht habe ich ja Glück und ich werde irgendwann mal gekündigt. Ah, guter Witz. Ich fürchte nicht. Dafür bin ich in meinem Job einfach zu gut. So, genug gelabert. Jetzt geht's los. Ich trinke einen Schluck. Doch nicht? Können Sie mir erzählen, wo Sie sind? Was sehen Sie? Ein düsteren Wald. Jetzt trinke ich mal eben Schluck. Entschuldigung. Was Nicht-Alkoholisches möchte ich anmerken. Was sehe ich denn? Ich kann laufen. Ich sehe einen dunklen, düsteren Wald. Ich laufe hier mit. Was ist das? Bestimmt eine Kerze oder sowas, hä? Das könnte auch... Was ist das? Ein Bunsenbrenner sein, keine Ahnung. So, wir gehen weiter. Ja, wenn man... Wenn man Angst hat, sollte man der mit Humor begegnen. Was ist das? Das ist ein Toter. Wer ist es? Ist es Anthony? Antworten Sie! Weiß ich nicht. Hallo? Ah! Ey, wie viel man mit so ein paar Effekten und ein paar Pixel erreichen kann, das ist gruselig. Obwohl mir eigentlich klar war, dass sowas passiert.
Ich habe mich trotzdem total erschrocken. Huch! Was macht sie? Gehen Sie näher heran. Gehen Sie näher zu Anna. Oder Anna. Allein durch den Sound weiß man, was das ist. Das ist total toll. Das ist eine Frau, die ein Baby im Arm schaukelt. Hallo? Bad! Sehr gut, das war jetzt ein bisschen offensichtlich. Deswegen habe ich mich auch nicht erschrocken. Weiter jetet. Wenn ich bis drei gezählt habe, werden sie aufwachen. Ach, wir sind hypnotisiert. Auch schön. Wollte ich auch schon immer mal werden. Eins. Oh, jetzt kommt irgendwas. Ich habe Angst. Nein, ich will nicht. Zwei. Ah! Drei. Jetzt. Aufwachen. Aufwachen. Die sollten sich nun ausruhen, Mr. DeWitt. Das reicht für heute. Sind diese Sitzungen denn wirklich nötig? Ich bin mir sicher, dass diese Behandlung das Beste für Ihre Symptome ist. Dass diese Behandlung das Beste für... Ja, stimmt. Und? Haben Sie ihn wieder gesehen? Ich habe es gesehen. Was haben Sie gesehen? Können Sie es beschreiben? Es sah aus wie ein Auge. Es war wie ein Auge, vollkommen rund und dunkel, dunkel und leer, begleitet von den fürchterlichsten, schmerzerfülltesten Schreien, die ich je vernommen habe. Im Innern, tiefe Finsternis, in welcher das Böse verborgen liegt. Eine längst vergessene Angst, die jedoch zweifelsohne in jedem von uns schläft. In meinem Falle ist diese Angst bereits erwacht. Ich kann verstehen, weshalb Sie so beunruhigt sind, Mr. DeWitt. Mit Ihrer Erlaubnis würde ich gerne Ihren Fall mit einem Kollegen besprechen, einem Mann, den ich seit vielen Jahren kenne. Er hat mehr Erfahrung auf dem Gebiet der modernen Psychologie. Sein Wissen und seine Erfahrung würden uns sicherlich helfen, Ihren Zustand zu ergründen. Wenn Sie meinen, Herr Doktor, ich vertraue Ihnen. Die Qualen werden langsam unerträglich. Wenn Sie also glauben, dass dieser Mann mir helfen kann, dann nehme ich seine Hilfe dankend an. Danke, Dr. Wakefield. Ich wünsche Ihnen einen geruhsamen Abend. Ach, wie schön. Mein lieber Freund Anthony, was ist nur in dich gefahren? Wie konntest du nur deine Frau Anna eines so furchtbaren Todes sterben lassen? Wir erinnern uns an Teil 2. Wenn nicht, schaut euch doch mein Let's Play dazu an. Diese Zweifel fressen meine Seele auf. Ich kann mich kaum noch an die Zeit erinnern, in denen wir Schulkameraden waren. Ich muss gestehen, dass ich mich kaum an jene Jahre zurückerinnern kann. Waren deine Worte ein Zeichen eines sich ausbreitenden Wahnsinns? In deinem Brief erwähntest du, dass man mich erwarten würde. Eine Warnung, um mich von einer Bedrohung zu schützen. Oder nur die Raserei eines brillanten Geistes, vom Wahnsinn benebelt? Irgendwas regt sich unruhig in meinem Herzen. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich zurück zu diesem Internat gehe und herausfinde, welche Geheimnisse sich dort verbergen. Dam, dam, dam! Das ist so witzig, diese Pixelgrafik. Ich finde das immer so toll. Deswegen liebe ich auch diese alten Spiele. Es sind so wenig Pixel, so wenig grafische Sachen und man erkennt alles. Man ist total drin und ich finde es einfach total toll. Vielleicht ist das auch nur, weil ich zur älteren Generation gehöre mit meinen 375 Jahren, aber ich liebe es. Chapter 2. Memory. Memory, I can see in the moonlight. Ich liebe dieses Lied. Ich habe dieses Musical nie gesehen, aber ich finde dieses Lied toll. Stopp, stopp, stopp. Also jetzt sind wir an diesem Internat, ja? Gucken wir mal an. Der Erzengel Gabriel, das Wappen der Schule. Ich weiß noch, wie Markulus er früher aussah, aber nun wirkt er verfallen und schmuddelig. Also schmutzig. Ein steinerner Adler liegt auf dem Boden. Er scheint vom Brunnen abgebrochen zu sein. Können wir den nicht mitnehmen? Nimm mit. Siehst du? Ha, wir nehmen einfach... Das soll ein Adler sein? Nee, das ist einfach nur ein Stein. Okay. Memories, jetzt habe ich einen Ohrwurm. La 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 la. Wir gehen einfach mal rein. Ach, hier ist noch jemand. Ich dachte, das wäre verlassen. Gut, reden wir mal mit der guten Dame. Pardon, entschuldigen Sie, Schwester. Guten Abend, Schwester. Guten Abend. Mein Name ist Mutter Elisabeth. Elizabeth, was führt Sie hierher, Mister? DeWitt, ich bin ein ehemaliger Schüler dieses Internats.
Wie Sie sehen, Mr. David, ist dieser Ort schon lange keine Bildungseinrichtung mehr. Nun ist diese Stätte allein dem Gebet und der Fürsorge gewidmet. Ich verstehe. Wie dem auch sei, ich würde mich gerne mit jemandem unterhalten, der... Mr. David, ich fürchte, wir sind viel zu beschäftigt, um über die Vergangenheit zu sprechen. Außerdem gibt es da nicht viel zu sagen. Wir sind alle erst hierher gekommen, als das Internat längst geschlossen war. Alle. Bis auf den Monsignore, versteht sich. Der Monsignore? Genau. Aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Weshalb sind Sie hier, Mr. David? So, bla bla, bla bla, bla bla. Dieser Ort wird mir helfen, mich zu erinnern. Falls Sie Gedächtnislücken haben, empfehle ich Ihnen sofort, einen Arzt aufzusuchen und Ihre Zeit nicht hier zu vergeuden. Ja gut, dann würde ich halt gern. Ich dachte, dass es eine gute Idee sei, diesen Ort einen Besuch abzustatten, um den Lauf der Zeit zu würdigen. Den Lauf der Zeit zu würdigen? Was soll das denn heißen? Um ehrlich zu sein, ich möchte nicht darüber sprechen. Ach so, das war jetzt die letzte Möglichkeit, ne? Ich kann Ihnen nicht erklären, warum dieser Ort so wichtig für mich ist, aber er ist es sehr sogar. Nun denn, ich schätze Ihre Ehrlichkeit, Mr. David, auch wenn Sie mich mit den ersten zwei Antworten ein bisschen verarscht haben. Ich gestatte Ihnen, hier zu bleiben. Ich hoffe, ich bereue diese Entscheidung nicht. Machen Sie sich keine Sorgen, Mutter. Ich danke Ihnen. Wieso geht er jetzt raus? Achso, der zieht nur seinen Mantel aus. Ah, gut. So, gehen wir doch einfach mal direkt hier in dieses Zimmer. Dürfen wir wahrscheinlich nicht. Mr. David, diese Räume sind privat. Siehst du? Gut, was haben wir hier? Eine Lampe, denke ich mal, die man anmachen kann, oder? Nein. Ein Durchgang. Oh, hier ist auch wieder eine nette Frau, die wir... Juliet! Juliet! Ist ja ein Kranker, der hier redet. Wo bist du? Ich bin hier wahrscheinlich, ne? Wo bist du? Ich antworte dir nicht. Hihi, ich bin böse. Doktor! Es tut mir leid, ich bin gar kein Doktor. Beachten Sie ihn nicht. Er ist seit einigen Tagen im Delirium. Ich bin Mary Winch und dies ist mein Bruder Matthew. Ach so, der Bruder, ja, dann kann er sich ja noch ranschmeißen. Juliet, warum hast du mich verlassen? Warum antwortest du nicht auf meine Briefe? Meine Briefe! Sehen Sie, der Arme wird noch immer von den Gedanken an seine Frau gequält. Er will einfach nicht akzeptieren, dass sie ihn vor ein paar Monaten verlassen hat. Mein armer Matthew. Das tut mir sehr leid, Miss Winch. Ich hoffe, er erholt sich bald. Danke. Was haben wir denn hier? In dem Gepäck sehe ich ein verschnürtes Bündel Briefe. Nehmen. Ich sagte doch, Sie sollen meine Sachen nicht anfassen. Hast du noch gar nicht gesagt. Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Oh, tut mir leid. Mit Miss Winch. Noch nie von ihr gehört, aber es ist Miss Winch. Verbände und Arzneimittel. Nichts Interessantes dabei. Schade, schade. Was da oben? Ein Bild des heiligen Camillus von Lellis. Jeder sollte ihn kennen. Schutzpatron der Kranken, der Hospitäle und der Krankenschwestern. Er hat diesen Ort wohl aufgegeben. Pff, ja, sehr nett. Komm, wir reden trotzdem nochmal mit ihm. Kann ich mit ihm reden? Die Zeit vergeht so langsam hier, als würde sie stillstehen. Bitte lassen Sie uns in Ruhe. Meine, was eine blöde Kuh. Die mag ich schon mal nicht. Oh, guck mal, hier liegt was. Eine Zeitschrift mit dem Titel Weird Tales. Kranke Geschichten, glaube ich, heißt das, ne? Gut, können wir jetzt noch nicht nehmen. Was ist passiert? Geht es Ihnen gut? Ist das eine Frau oder ein Mann? Da war so ein gleichmäßiges Geräusch, als würde etwas atmen. Aber wann? Letzte Nacht fühlte ich einen ansteigenden Druck an meinen Schläfen. Etwas Trockenes und Raues, wie Baumrinde, berührte mein Bein. Und ich sah etwas an der Wand, einen größer werdenden Schatten. Als ich das Licht anzündete, war er weg. Madam? Oh, ist eine Frau. Na gut, die hat eine sehr männliche Stimme für eine Frau. Musst du jetzt mal durch? Die schläft wahrscheinlich. Ein kleiner, blasser Junge, er schläft. Gut, das ist dann natürlich der Nachteil. Ich konnte jetzt an der Pixelgrafik nicht erkennen, wer das ist. Ach du Scheiße. Bitte, irgendjemand, so helft mir doch. Tut mir leid. Es tut mir leid. Sie dürfen sich hier nicht aufhalten. Kann ich irgendwie helfen? Machen Sie sich keine Sorgen. Der Herr wacht über jede einzelne unserer Patienten. Er wird Sie mit all der Hilfe versorgen, die Sie benötigen. Falls Sie wünschen, können Sie dort beten, neben der Statue der heiligen Maria. Sie ist wunderschön, nicht wahr? Die heilige Jungfrau hört all jene, die in Not sind. Oh Gott, ey, Christen sind so gruselig. Bitte irgendjemand, so helft mir doch. Ich sagte ihm bereits, dass Sie hier nicht bleiben dürfen.
aber... Machen Sie sich keine Sorgen. Bla, bla, bla. Ich wiederhole mich einfach nochmal. Über dem Bett hängen jede Menge Kruzifixe. Was das wohl soll? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist die heilige Maria, hm? Die düstere Statue der Jungfrau Maria lässt diesen Ort noch trauriger erscheinen, falls das überhaupt möglich ist. Das Bild der Jungfrau Maria, sie blickt einen an. Das soll wohl ihr Mitgefühl und ihre Barmherzigkeit vermitteln. Allerdings sieht sie hier irgendwie leid- und sorgenvoll aus. Ja, würde ich auch, wenn ich in so einem Ding hier hängen würde. Erbarmen. Oh, wir können da rein. Gehen wir doch mal da rein. Oh, meine Nase läuft und ich habe hier kein Tempo. Schnief, schnief. So, was haben wir denn hier? Früher haben wir hier Schulbücher aufbewahrt. Jetzt steht hier eine Spieluhr. Oh, Spieluhr nehmen wir mit. Juhu! Kann ich die benutzen? Ich möchte die einfach mal benutzen. Benutze die einfach mal. Nicht? Ach, Mann. Nein, Rechtsklick geht nicht. Mann, wann lernst du es endlich? Lieber Bruder. So, Mädchen oder Frau, weiß ich nicht. Ich lese es mal neutral vor. Lieber Bruder, ich habe deinen Brief erhalten und werde versuchen, dir öfter zu schreiben. Ich hoffe, du lernst fleißig und fühlst dich dort wohl. Wir vermissen dich sehr. Wann kommst du nach Hause? Vater hat Fieber und mir geht es auch nicht gut, aber ich bekomme Arznei. Das ist schön. Heute ist mein Geburtstag und ich bin melancholisch. So ein stiller und langweiliger Sonntag hier im Dorf. Mutter backt einen Zitronenkuchen, so einen, den Großmutter immer gemacht hat. Ich wünschte, wir könnten ihn zusammen essen. Hey, Zitronenkuchen wollte ich morgen auch machen. Hat jemand Bock vorbeizukommen? Auf ein schönes Stück Zitronengugelhupf? Schreib bald zurück. Ich freue mich, von dir zu hören und zu wissen, wie es dir geht. Was du so machst, was du lernst, wie Schottland so ist und so weiter. Dicke Umarmung. Ich denke ganz oft an dich. Deine liebe Schwester. Ach guck, könnte von mir sein. Haha. Aber ich habe niemanden, der irgendwo anders gerade am Lernen ist. 15. Januar 1876. Ach, damals, ja. Vater Ernest war heute sonderbar besorgt. Während der Vorlesung hat er einige Male abrupt aufgehört, ohne Grund. Selbst während seines Lieblingskurses Theologie. 18. Januar 1876. Heute war Vater Ernest sehr gereizt. Collins hat eine Bemerkung gemacht und wurde daraufhin hinausgeworfen. Und selbst DeWitt wurde verwarnt, nur weil er ein Philosophiebuch las. Hoffentlich lässt Vater Ernest seinen Zorn nicht auch noch an mir aus. Mein Vater wäre sehr enttäuscht, wenn ich schlechte Zensuren bekäme. Nur kurz zur Erinnerung, DeWitt ist unsere Figur. 21. Januar 1876. Es war sehr befremdlich, Vater Ernest heute oder Ernest, Vater Ernest heute so blass und verschwitzt in der Klasse zu sehen. Mitten in der Vorlesung stolperte er, wirkte verwirrt und musste sich hinsetzen. Am nächsten Tag, 22. Januar. Vater Eugene hat uns heute in Theologie unterrichtet, obwohl er sich gar nicht so gut damit auskennt wie Vater Ernest. Als wir ihn fragten, was mit Vater Ernest passiert sei, sagte er, dass er krank geworden sei. Was mich sehr beunruhigt, ist die Tatsache, dass Vater Eugene auch schon etwas krank aussieht. Ach du Scheiße. 20. Februar, also ungefähr einen Monat später. Wir haben Vater Ernest nun seit einem Monat nicht gesehen. Es heißt, er sei immer noch krank. Aber wenn das stimmt, weshalb hat ihn dann noch kein Arzt behandelt? Ich vernachlässige die Vorlesung, aber ich habe angefangen, für mich selber zu lernen. Ich hoffe, dass ich es schaffe, denn ich muss erfolgreich sein, was auch immer um uns herum passiert. 3 Tage später. Heute Morgen wurde bekannt gegeben, dass das Internat geschlossen wurde. Niemand kennt die Beweggründe und von der Fakultät erhält man keine klaren Antworten. Sie weichen alle der Frage aus. Ich glaube fast, sie kennen die Antwort selber nicht. Ihre Angst ist greifbar, obwohl sie versuchen, nach außen hin ganz ruhig zu wirken. Aber was ist mit Vater Ernest? Ich habe gehört, dass er alleine zurückbleiben wird, wenn wir alle gegangen sind. Hier ist ein Bild im Tagebuch. Oh, guck mal, das sind bestimmt wir auch mit bei. Und irgendeiner wurde da rechts ausgekratzt. So, und durch das ganze Vorlesen muss ich jetzt mal eben hier einen Schluck trinken. Es ist ein Bild meiner Abschlussklasse. Mhm. Ah, ich sehe mich, Vater Ernest und Anthony. An die Namen der anderen kann ich mich nicht erinnern. Tja, noobs. Eines der Gesichter ist völlig abgekratzt worden. Boah, was eine Vorlesestunde hier, ist ja schlimm. Da steht ein seltsamer Satz auf der Tafel. Im Tode liegt Hoffnung, der Tod bringt Leben. Und um das Nichts zu verstehen, muss man sein wahres Wesen erkennen.